Hallo liebe Fußballfreunde, liebe Community, herzlich willkommen hier zur 10. Folge von Krass Klassenfahrt. Nur 2 Folgen kommen, und zwar jetzt Montag und nächste Woche Freitag. Das heißt, es sind nur noch 3 Folgen für mich zu gucken, während ihr schon über viele, viele Wochen wisst, wie es ausgeht. Auf jeden Fall bedanke ich mich, dass ihr mich nicht einmal gespoilert habt, aber ich habe auch nicht hier immer in den Kommentaren geschaut, muss ich zugeben. Trotzdem, ich bin jetzt sehr, sehr gespannt, was passiert. Ihr erstes Mal im Pool. Auf dem Thumbnail war Olivia zu sehen mit Fly. Will es jetzt doch ihr erstes Mal? Ich glaube ja eher nicht. Würde mich schon ein bisschen wundern. Dennoch bin ich natürlich sehr gespannt, was jetzt kommt. Hier kurz der Hinweis für alle, die mich sonst bestimmt morgen oder so anschreiben würden. So gesehen. Heute kam ein Video von Jonas Ems, typisch Jonas, typisch Selina. Jedenfalls, wir werden am Sonntag werden wir auf dieses Video reagieren, da morgen schon 4 Videos kommen. Ansonsten würden 5 Videos kommen. Das mache ich garantiert nicht. Manchmal kommen 4 am Tag. Das ist noch vollkommen in Ordnung, so vom zeitlichen Abstand 14, 16, 18 und 20 Uhr. Aber dann würden es 5 Videos geben, sprich das Video mit Jonas schon wie Sonntag. So, hier schon mal der Hinweis drauf. Let's go. So, 1,5 Minuten gelabert, jetzt kann es aber auch losgehen. Sind wir jetzt zusammen? Ja. Wieder zusammen. So, Folge geht los. Was für ein Intro war das? Nur Küsse. Ja, okay. Ist hier vielleicht noch ein bisschen Platz in der Sauna? Nee, eigentlich nicht. Die ganze Sauna ist leer, sei mal nicht so. Das Handtuch gefällt es mir sogar noch besser. Ich finde, mit dir in der Sauna ist mir direkt noch heißer. Es ist irgendwie... Ich komme Alter, was ist denn... Einfach angenehmer mit dir. Ja, und ich wäre lieber alleine. Mit dir in der Sauna ist es noch heißer. Noch schlechteren Anmachspruch gibt es nicht, wenn man in einer Sauna ist, oder? Sei mal nicht so. Ich dachte, wir haben zusammen so eine schöne Zeit in der Sauna. Einfach ein bisschen reden, ein bisschen Wellness entspannen. Stanley ist so hartnäckig. Er versucht wirklich bei jedem Girl aus der Klasse zu landen. Und woher soll ich da wissen, dass er mich nicht auch einfach nur flachlegen will? Weil, ganz ehrlich, das habe ich echt nicht nötig. Gut. Applaus dafür, Lorena. Danke. Danke, danke. Aber du solltest noch deiner besten Freundin sagen, dass du Blei geküsst hast. Ich bin so froh, dass wir wieder zusammen sind. Ich bedeutet es mir so viel. Ich hab dich unfassbar doll gern. Du bedeutest mir alles. Oh mein Gott. Boah, es ist so geil hier. Guck mal, das Wasser ist so warm. Einfach mit dir hier zu sein, ist so schön. Ja. Weißt du was? Weil jetzt bring nicht einen Spruch. Ich liebe dich wirklich. Lass mich auch gleich. Und irgendwie, guck mal, die Atmosphäre ist ja gerade schon, würde ich sagen, so ein bisschen entspannter, oder? Ne? Und weißt du, hier ist keiner. Ja. Hier ist wirklich keiner. Also, was willst du hinaus, Play? Willst du nicht vielleicht deine Sachen ausziehen und aufhören? Ach, bleib wirklich. Ja. Warum denn? Warum gehst du schon wieder auf dieses scheiß Thema ein? Ich will einfach noch unser erstes Mal hinter uns bringen. Genau das ist das Problem. Ich möchte es nicht hinter mich bringen. Ich möchte es mit dir haben, wenn wir verheiratet sind. Es bedeutet mir die Welt. Und du tust immer so, als würde es dir nichts bedeuten. Jedes Mal schreit mir. Nein, jedes Mal schreit mir darüber. Wirklich jedes Mal. Hier, nein. Nee, da würde ich auch gehen. Dir bedeutet das gar nicht, sonst würdest du es nicht die ganze Zeit ansprechen. Weil wenn ich dir was bedeuten würde, würdest du das Thema einfach lassen. Lass es doch einfach. Genau. Weißt du, was ich jetzt lasse? Unsere Beziehung. Weil das nervt mich. Ich verstehe einfach nicht. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe dich nicht. Und deswegen... Also normalerweise, Fly so, wenn man jetzt zum Beispiel die letzten beiden Staffeln vergleicht, natürlich kann man das nicht so, weil das waren ja auch andere Konstellationen. Da war ja auch manchmal ein Arsch und dann habe ich ihn... nur noch gemocht. Auch schon ab der 4. Staffel habe ich ihn dann auch ab einem gewissen Zeitpunkt gemocht. Am Anfang gar nicht, aber irgendwann. Und
hier bin ich vollkommen auf Olivias Seite. Denn wenn jemand nicht will und so auch sagt, ey, wenn ich zum Beispiel eine Freundin hätte und sie sagt, sie möchte warten, würde es vollkommen verstehen. Ich sag mal, man küsst sich und ich finde, das ist schon ein schönes Gefühl. Und wenn es Liebe ist, dann wartet man gemeinsam auf diesen einen Moment. Das soll was Besonderes sein, nicht irgendwie, ich drück's mal so in Stanley-Sprache aus, irgendwie eine billige Nummer, die ich einfach mal eben durchziehen will. Das geht nicht mehr mit uns, wirklich, Blei. Das geht nicht mehr, sorry. Nee, geht auch nicht mehr. Ich bin so wütend auf Fly. Ich weiß nicht, warum er einfach nicht auf meine Wünsche eingehen kann. Und jetzt sind wir schon wieder getrennt. Ich verstehe ihn einfach nicht und ich dachte wirklich, er hätte sich verändert. Ich hasse ihn einfach gerade dafür, dass wir uns schon wieder getrennt haben. Das macht mich so, so wütend. Ich bin voll auf deiner Seite, Olivia. Ich bin voll auf deiner Seite. Frau Brahe! Hallo. Hi. Was haben Sie vor? Ich brauche einen Spaziergang, um den Kopf mal frei zu bekommen. Das hatte ich auch vor. Ach, wirklich? Frische Luft schnappen, das ist ja auch gut für das Ganze. Warum hat der so eine Decke um? Ich hatte extra eine Decke mitgenommen, aber wenn ich es jetzt gerade so sehe, dann könnten wir ja vielleicht einfach, habe ich so einen Film gesehen, gemeinsam oder so eine, wenn ich das hier mal rummachen darf. Genau. Okay. Ich mach das jetzt mal hier genau so. Ja. So, oder? Ich glaube, du bist ein bisschen zu groß, oder? Also, ja, eigentlich geht das ja so, oder? Das wird schwer. Das wird ein bisschen an ihrem Busen. Entschuldigung. Ja, oder vielleicht ziehe ich einfach eine Jacke an, dann legen wir die Jacke erstmal weg. Ich glaube, das ist eine sehr gute Idee. Ja. Okay, gut. Die Decke erstmal weg. Dann, wir sehen uns draußen, ich warte draußen, ja? Ich hol mir meine Jacke, dann legen wir die Jacke weg. Decke. Ja, Frau Bra fasziniert mich. Also in der Schule ist sie mir nie so aufgefallen, aber hier? Würde ich ja schon gerne mal die Flinte ins Korn werfen. Das macht doch gar keinen Sinn. Nee, das macht auch keinen Sinn. Das klingt komisch. Oh, oh. Fatima geht zu Jojo. Jojo? Like, Junge, es reicht langsam, okay? Doch. Irgendwie ist das witzig. Ich mach alles. Und du ignorierst mich die ganze Zeit und ich kann das nicht mehr. Ich schwöre, es ist eklig und ich will mich jetzt entschuldigen und du hörst mir jetzt zu, okay? Sag, ich mein's ernst. Hör mir jetzt zu. Und zwar, ich habe über alles nachgedacht und ich habe einen großen Fehler gemacht. Oh, die einen Musik. Sehr großen. Und das weißt du. Ja. Das mit Stanley war. Es war nix. Es war einmal und hat nix bedeutet. Stanley ist ein Arschloch. Das stimmt. Das guck mal, weißt du, da sind wir uns. Das weiß ich. Das weiß jeder. Und das, was du letztens zu mir meintest, Walla, es war süß. Walla, das war süß. Es war sehr. Ich weiß nicht. Stanley hat sich nicht einmal gemeldet, seitdem wir, ne? Er hat mir ins Gesicht gesagt, dass ich ihm geholfen habe, seine goldene 1000 näher zu kommen. Digga, was ist das für ein Arschloch-Move? Ich brauche jemanden, der mich schätzt. Jemand, der mich liebt wie Jojo. Eigentlich mag ich gar kein garstiges Bier. Aber wissen Sie, es kommt bei den Frauen besser an und ich werde endlich zu einem richtigen Mann. Ach, du musst dich doch nicht verstellen, Jojo. Jojo mag man so oder so, der muss sich nicht verstellen, nur damit er Aufmerksamkeit bekommt. Das hat er gar nicht nötig. Dafür ist er viel zu gut für die Welt, muss man wirklich so sagen. Und was für eine Wendung von Fatima. Die ganze Zeit so war es immer, ich will mit Stanley zusammen sein, ich will so gesehen die Erste sein, die mit ihm in einer Beziehung ist. Und jetzt, du weißt, Stanley ist ein Arschloch, ich weiß, Stanley ist ein Arschloch. Der hat sich nicht einmal gemeldet und möchte jetzt eher eine Beziehung so wie jemanden mit Jojo. Krasse Wendung. Und krasse Veränderung ihrer Gedanken, ihres Charakters. Ihrem Charakter. Oh. Alter, wo bist du die ganze Zeit? Bestimmt bei dieser scheiß Hortensia. Weißt du eigentlich noch, was ich für ein Opfer ist, Alter? Weißt du, was wir mit dir durchgezogen haben? Die ganze Aktion haben wir gefilmt, Mann.
Fanny, das war ein Riesenfehler. Das darf niemals rauskommen, bitte. Ich kann für gar nichts garantieren. Wenn du mir nicht hilfst, meine goldenen 1000 voll zu machen, dann haben wir echt ein Problem, Alter. Ist schon klar, dass das Erpressung ist, ne? Nee. Ich helf dir nicht mehr. Denkst du, Alter? Was hat er vor? Oh, ich ahne Ungutes. Also ich habe sowieso schon die ganze Zeit schon zu euch gesagt, das sind bestimmt die zwei, die Hortensia in den Schrank gesperrt haben. Oh. Und vor allem hat man kurz so ganz leicht diese Charakterzüge gesehen von Georg in seiner Serie Georgs Tagebuch. Und Stanley meinte irgendwas, du weißt, was sie mit dir abgezogen hat. Was hat Hortensia denn Schlimmes gemacht? Mit Georg? Weswegen Georg sich rächen müsste, so gesehen. Das verstehe ich nicht. Weil mir da jetzt nichts einfällt, deswegen. Weil das nicht einmal Thema war, dass Hortensia irgendwas getan hat. Ich mag das nicht. Ich hab keine Angst. Was sind das eigentlich, Lamas? Die machen nichts. Ist ihnen vielleicht kalt? Ja, schon ein bisschen frisch hier, aber es geht eigentlich. Wir hätten die Decke doch mitnehmen müssen. Ja, vielleicht. Wissen Sie was? Ich kann Ihnen meine geben. Da merkt man, dass es Quinn Stimmy ist. So vom Charakter. Ich finde die Rolle so geil. Auch. Genau. Aber jetzt ist es falsch. Oh, Entschuldigung, die Brille wieder. Ja, kein Problem. So. Oh, der Esel. Huch. Ach, Esel ist das so. Nur. Ich denke so Lama danke. Oder Alpaka. Gerne. Sehr, sehr lieb von dir. Was ist denn jetzt eigentlich mit Ihrer Trennung? Ja, ich denke, ich brauche noch einige Zeit, dass ich darüber hinwegkomme. Okay, aber könnten Sie sich inzwischen denn schon etwas mit jemand Neuem vorstellen? Ja, sagen wir mal so, ich möchte nicht für immer alleine bleiben. Ja, wer möchte das? Fall. Sie möchte lieber mit Hortensias Vater zusammenkommen. Boah, das wäre geil. Eine geile Geschichte. Oh. Wir haben ja die Vorschau gesehen. Dass Tesla ja Fatima ihrer besten Freundin erzählt. Also zumindest sahst du aus. Fatima? Hm? Können wir kurz reden? Schätze. Es ist wichtig. Bitte leg dein Handy weg. Mädchen, red doch. Bitte. Es ist wichtig, bitte. Ich muss dir was sagen. Ich habe ein Mädchen geküsst. Mit wem? Sag mir nicht Dorfmädchen. Sie heißt Cordula. Cordula Grün. Das weißt Nein, du genau. Nein, Spaß, alles gut. Den musste ich wiederbringen. Obwohl diese Trip. Bist du eine scheiß Lesbe? Oh. Mädchen, was ist los bei dir? Was machst du da? Verarschst du mich gerade? Nein, niemand ist so eine ernst. Eine Reaktion hätte ich nicht von dir erwartet. Ich hätte das auch... Du bist meine beste Freundin. Sowas ist total verletzend. Und sexistisch. Ja, und dann kommt wieder so eine Musik so direkt danach. Ich muss das kurz zeigen. Habt ihr das gesehen, was da lag? Toilettenpapier. Hier liegt einfach mal Toilettenpapier und Handtücher. Also wenn jetzt nicht Stanley zu sehen ist, weiß ich auch nicht. Obwohl, nee, das ist nicht das Zimmer von... Oh, Stanley hat einen Zettel geschrieben. Für mich? Komisch. Stanley hat einen Zettel geschrieben. Wer schreibt mir denn?
Halte dich von Georg fern. Er ist nicht der, der vorgibt zu sein. Von wem ist denn der Brief und... Von Stanley. Was soll denn mit Georg sein? Jetzt will sie auch darauf ansprechen, natürlich. Was ist los? Ich dachte immer, ich stehe auf Jungs. Du wirst mir heute Abend auf der großen Party bei meiner goldenen 1000 helfen. Haben wir uns verstanden? Sonst wird die große Wahrheit über dich ans Licht kommen. Mann, Georg, du hast mein Getränk geklaut. Was ist los mit dir? Wow, 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 wow. Okay. Kleine Eskalation. Ich bin sehr, sehr gespannt, was kommt. Die Folge muss natürlich auch noch heute für euch kommen. Deswegen sollte ich jetzt nicht allzu lang machen. Tolle Folge jedenfalls. Hat wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht, natürlich hier krass Klassenfahrt zu schauen. Holy moly. Holy moly. Das ist so das Thema jetzt so mit, Jetzt habe ich wieder Cordula und nicht Fatima, Cordula und Tesla ist sehr, sehr schön, muss ich zugeben. Olivia tut mir leid. Stanley ist ein Arsch. Und mal gucken, was noch so in der Geschichte passiert mit Stanley, Georg, Hortensia so gesehen. Mal gucken. Und die Frage aller Fragen. Bom, Jojo und Fatima zusammen und, aber das glaube ich noch weniger, passiert irgendwas zwischen Frau Bra und Cringe Timmy, aber das glaube ich nicht. Das glaube ich wirklich gar nicht. Vielleicht so nächste Folge oder letzte Folge, Cringe Timmy macht eine Andeutung und sie ist so, garantiert nicht mit dir oder irgendwie so, keine Ahnung. Und dann kommt Cringe Timmy in die Arme von, keine Ahnung, wer ist dann noch? Ja, nee, Tesla nicht, Fatima nicht, Cordula nicht. Keine Ahnung, Lorena oder vielleicht Olivia. Was ist mit Hortensia und mit Georg? Fragen über Fragen. Also von daher, schaut bei der Folge vorbei, lasst dann einen Daumen nach oben da. Und auch sehr gerne könnt ihr hier einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt mich sehr gerne abonnieren, ist kostenlos. Und aktiviert doch dann auch sehr gerne die Glocke, damit ihr auch immer zu meinen Videos benachrichtigt werdet. Und ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Morgen 4 Videos. Das Video von Jonas, ich sag's hier nochmal, kommt nicht. Das gucken wir uns Sonntag gemeinsam an. Oder wenn ihr sagt, nicht im Stream, dann werde ich es zu Montag hochladen. Deswegen. Und ich wünsche euch alles Gute. Wir sehen uns morgen wieder. Übermorgen sehen wir uns beim Stream. Schönes Wochenende. Bleibt zu Hause. Euch, eurer Familie, euren Freunden. Nur das Beste und bleibt gesund. Mir bleibt nur noch zu sagen, Anpfiff, Abpfiff, Tour. Ciao, liebe Fußballfreunde und Community. Zum nächsten Mal, haut rein und tschüss.